Moin Moin und willkommen zu einem weiteren Video zu Mario Maker 2. Meine Lieben, es geht gleich wieder ins vernetzte Spielen rein und dort messen wir uns mit anderen Spielerinnen und Spielern auf der Welt und versuchen, ja, das Level als erstes zu beenden. Euch jedenfalls viel Spaß dabei. Und bevor wir reingehen, natürlich erst nochmal ein Blick auf die Statistiken, meine Lieben. Ihr kennt es ja, ja, rechts oben im Bereich Gegeneinander. Da seht ihr es, 48 Versuche bisher. Normalerweise spielen wir immer 8 Level in einem Video. Und 29 Siege konnte ich bislang einfahren. Und das ist eine Quote von knapp 60%. Was ich immer noch für meine Verhältnisse erschreckend gut finde. Ich gehe auch stark davon aus, dass ich das in der Zukunft nicht mehr so halten kann. Denn natürlich, mit der Zeit kommen auch bessere Leute hinzu. Ja, wir sind inzwischen in Rang B. Und ja, es wird nicht einfacher. Das kann man sagen. Aber wir schauen einfach mal, wie es dann gleich am Ende nach weiteren 8 gespielten Leveln aussieht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ins erste Level rein, schauen uns das mal an. Ja, da haben wir einen Gegner gefunden. Auch nur einen. Duma Corta. Ja. Ist also jetzt ein Duell. Dann schauen wir mal. Multi versus Leverboat Deathmatch. Oh. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr gefährlich. Okay. Wir müssen uns auf jeden Fall jetzt erstmal gleich wieder hier einteilen. Macht auch so den Eindruck, ja. Verbindung. Wir nehmen natürlich blau, ist klar. Die Verbindung ist eigentlich auch ganz gut. So, Luigi ist jetzt gerade eine Millisekunde eher vor mir reingekommen. Was? Kommst du jetzt wieder zurück? Ist doch Quatsch. Irgendwas müssen wir hier machen. Wir müssen hier hochfahren. Offensichtlich. Okay. Jetzt habe ich natürlich auch schon wieder einen Vorteil, weil Luigi, ich weiß jetzt nicht genau, wo er ist. Ist er gerade nochmal draufgegangen. Aber ich glaube, den werden wir jetzt erstmal nicht mehr so schnell hier sehen. Und wenn ich jetzt nicht allzu viel falsch mache, hier dann auch vielleicht den Sieg einfahren. So, okay. Die Kanonen kommen weiter nach oben. Neustart für alle. Ja. Können wir gerne machen. Komm. Wir machen es zumindest mal. Dann ist es auch ein bisschen fairer. Ne? Aber das mache ich jetzt auch nur noch einmal. Damit. So, ja, so ist besser. Aber das mache ich jetzt auch nur einmal, weil natürlich Luigi da jetzt auch ein bisschen überfordert war offensichtlich mit der Situation. Aber ganz ehrlich, wenn Luigi es jetzt nicht rafft, ne? Okay, jetzt nochmal entschuldigt. Man konnte es jetzt gar nicht erkennen, das war jetzt links unten da, wo die Facecam sich befindet. Aber das ist ja okay. Das ist auch mehr als fair dann auch. So, jetzt warten wir einfach mal. Also, ne, Luigi wird es wahrscheinlich jetzt auch dann raffen. So, dass wir hier jetzt uns entsprechend, ich weiß nicht, also müssen wir uns jetzt gleich hier duellieren, weil das Level heißt ja Deathmatch. So, also, das spricht ja schon irgendwie dafür, ne, dass wir uns hier irgendwie, weiß nicht, vielleicht hier runterjagen müssen oder so. Ja, Luigi, das ist halt genau das, ne, also tut mir ja jetzt schon leid, ne, aber wir spielen halt auch ein Gegeneinander-Spiel und kein Miteinander, ne? Und wenn du dich halt auch so dann anstellst, es tut mir leid. Das habe ich natürlich dann über diesen Weg, habe ich dann das ja auch dann vielleicht gewonnen. Man weiß es noch nicht, ne? Man muss abwarten, ne? Ich will mich jetzt noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich denke mir, ich war zumindest so gut und habe noch mal den Neustart gemacht. Also vorwerfen. Ja, Neustart für alle, ja, ganz ehrlich. Also, ich kann das jetzt 100 Mal machen, bis wir irgendwann mal durch sind, ne? Also, das finde ich halt ein bisschen, das finde ich halt ein bisschen lächerlich, bin ich ehrlich. Also, sorry. Ich ziehe das jetzt durch, versuche zumindest bis zum Schluss zu kommen und dann ist es halt so. Ja. Ja, das ist halt aber auch dann so ein Level gegeneinander. Ja, was willst du da machen, ne? Mit 2 Personen, mit 4 wäre es vielleicht jetzt ein bisschen unterhaltsamer geworden. Aber, ja.
So, geht es jetzt hier irgendwo weiter? Nee, ne? Aber muss auf jeden Fall die Röhre. Ich würde es jetzt einfach mal. Ich würde es einfach mal beenden. Also, wenn ich es denn beenden kann. Guck mal, da ist Luigi. Ja, komm. Keine Ahnung, wie er jetzt da hingekommen ist. Aber, naja, gut. Ja, gut. Ist ein Sieg, Leute, ne? Kann man sagen, auch wenn es jetzt nicht so unfassbar krass schwer war oder so, aber, naja. Ich weiß nicht, Level. Ich weiß nicht. Ist halt ein bisschen blöd jetzt. Ich habe mir gedacht, okay, ich bin ja jetzt einmal zumindest nochmal zurückgegangen, damit Luigi da nochmal die Möglichkeit hat. Und, ja. Gut, wir gehen mal weiter. Sechs Stunden später. So, da hätten wir jetzt mal eine volle Gruppe mit vier, also drei weiteren Personen. Gucken wir mal. Was wir hier so Schönes jetzt reinbekommen. Boo Woods. Thema ist Hashtag. Könnte jetzt ein normales Level sein. Also kein spezifisches, ja, Gegeneinander, ne? Wie man das kennt. Leitung könnt ihr auch schon sehen, ne? Ist auch nicht so ganz sauber. Naja, gut. Wir machen trotzdem das Beste draus, würde ich mal sagen, ne? Was anderes bleibt uns ja nicht über. Oh, ich will als Erster durch. Komm ich da vielleicht noch da hoch? Ah. Weiß nicht, ob das so die beste Idee war, das nochmal zu machen. Okay. Geisterhaus mit ganz vielen Türen jetzt wahrscheinlich, ne? So. Ja. Hast du gut gemacht, Todd. Herzlichen Glückwunsch. Ist ja auch genau das, was du wolltest. Lass mich raten. Ist ja auch genau das, was du wolltest. So. Ich frage mich halt immer noch, was irgendwie skippen kann, wenn man da übers Haus da springt. So, die zwei scheinen jetzt schon weiter zu sein. Weiß nicht, wo ist eigentlich Toadette? Ah. Macht auf jeden Fall schon mal richtig viel Bock auch, ne? So ein Level zu spielen, man kennt das ja. Und jetzt geht es erstmal nicht um das Level an für sich, sondern einfach, dass das einfach so hart ruckelt, ne? Das ist halt. Na, ja. So, da hat schon wieder das Ziel erreicht. Da bin ich auch gerade sehr froh drum, weil so ein Level zu spielen, wie gesagt, das ist nichts. Ich weiß nicht, ob man es echt. Na gut, wobei da ist noch ziemlich viel von dem Schmodder da. Aber ich weiß nicht, ob man da vielleicht das hätte skippen können. Keine Ahnung. Gut. Ja, keine Ahnung. Viel vom Level habe ich ja jetzt auch nicht gesehen, ne? Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob es gut oder schlecht war. Ich würde es einfach mal bei Mittel belassen. Und ich will mal hoffen, dass wir gleich andere Leute reinbekommen in die Gruppe, die vielleicht dann brauchbares Internet haben. Wir hoffen das Beste. Ja. Weiß jetzt nicht. Ich glaube, Luigi, Kiel. Komm, ich hatten wir eben schon mal mit in der Gruppe. Die anderen beiden weiß ich jetzt nicht. Gucken wir mal. Daumen sind gedrückt. Ah, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, lass mich raten. Jetzt werden doch erstmal da. Okay, alles klar. Ja. Ja. Ne? Bei so einem Level ist das halt so, da freue ich mich tatsächlich, wenn ich das dann als Erster beende. Extrem kurz. Hätte man jetzt auch ein bisschen länger machen können eigentlich. Level an für sich so selber, ja gut. Dann wirst halt ja, komplett zerschossen von Kugeln, wenn du dich eben nicht treffen lässt, ist klar. Komm, mach mal ein bisschen. Ergebnis ist Buu auf jeden Fall. Ja, gut. Ja, sehr kurz.
Aber Sieg eingefahren, Leute. Ja. Mehr will ich gar nicht. Machen wir nochmal einen schönen Kreuzchen hier, ja, bevor ich es vergesse nachher, und gehen mal ins nächste Level rein. Jo, dann schauen wir mal. Gruppe ist voll. Takeshi's Ninja Wipeout. So, sammle eine 10er Münze. Mhm. Ja, er braucht noch mal ein bisschen. Oh ja, das macht richtig Bock jetzt hier. Das kann ich sagen. Nee, also ich weiß es nicht. Also da bin ich tatsächlich dabei, einfach zu sagen, wisst ihr was, Leute? Weil das ist mir jetzt doch zu extrem. Also guck mal, ich bewege den jetzt schon nach links, den Stick, ne? Mal gucken, wann Mario reagiert. Er macht schon gar nichts mehr. Ja, ich glaube, das Thema ist durch. Unten rechts läuft das Rädchen auch, also... Ja? Geht da noch was? Oh. Okay. Da hat wohl jetzt die Person aufgegeben, die wahrscheinlich schlechte Internet hatte. Keine Ahnung. Wo bin ich? Da links. Jetzt bin ich wieder da reingegangen, ich Dussel. Ach. Erzähl das doch wem anders. So, wo ist denn jetzt hier? Oh, Moment. Okay. Ja. Das weiß ich auch noch nicht. Können die dann jetzt von unten dann mir... Nein! Schaden zufügen, wenn ich da entlang laufe? Ist das die Idee dahinter? Verstehe ich das richtig? Also wenn ja, dann ist die Idee eigentlich ganz gut. Dass man sagt, okay, man guckt jetzt, wo ist denn jetzt hier die Person XY? Und der könnte ich jetzt quasi erstmal hiermit so ein bisschen was dazwischen reindrücken. Das hat schon mal gut funktioniert. Wunderbar. So, gucken wir mal. Gleich machen wir jetzt hier auch mit... To that, sehr gut. Ja, okay, die Idee gefällt mir ganz gut, muss ich ja sagen. Das ist gar nicht so schlecht. So, komm, schnell darüber. Wobei Luigi, also... Der hat aber schon gesehen, was ich gerade mit ihm gemacht habe, ne? Nicht schon wieder. Ach nein! Also ich brauch noch nicht mal die anderen, die mir irgendwie Steine in den Weg legen. Ich mach das schon selber. Das ist doch ein Scherz. So, mal gucken. Wo Luigi hier hängt. Das war auf jeden Fall, guck mal, kein schlechter Spot gerade, wo ich hier gewartet habe. Luigi kommt auf jeden Fall jetzt gleich wieder. Wo ist er? Ach, Mist. Komm her, komm her, komm her. Ich warte auf dich. Ich drück dir den jetzt gleich wieder rein da. Mach dir da keine Sorgen. Komm durch, komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Die Idee ist schon lustig, muss man ja sagen, ne? Die Idee ist ja schon nicht schlecht. So, jetzt kommt gerade die Frage, wie? Ja, du musst halt schon weiterlaufen, ne? Also du musst dein Glück versuchen, auf jeden Fall. Anders geht's nicht. Na komm, dann kriegst du gleich hier einen drauf. Soll mir auch egal sein. Ja, komm, 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 komm. Trau dich ruhig, mein Lieber. Trau dich ruhig. So, ich geh mal hier hin. Vielleicht checkt Toadette das ja auch. Hier rüber zu kommen. So, er kommt runter. Ich kann jetzt eh nichts anderes machen. Also wenn es der hoch schafft gleich. Ja, guten Tag. So, mal gucken, wie weit Toadette ja da jetzt schon gekommen ist. 3000 Jahre später. Ja, danke. So, 3 Sekunden habe ich noch. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das jetzt in der Zeit noch schaffe. Wenn ich da jetzt durchrushe.
18 Sekunden, das wird nichts mehr. Ah, gut. Es wird schon mal nach Neustadt für alle gefragt. Aber ich will es auch jetzt nicht ausarten lassen, ne? So, Zeit ist vorbei. Zeit abgelaufen. Aber irgendwie muss ich sagen, ich finde die Idee halt schon geil, ne? Also bin ich halt ehrlich. Dann war das jetzt ein Griff ins Klo zumindest. Hab ich auch noch nie gehabt, ne? Dass die Zeit dann tatsächlich abläuft. Wie gesagt, die Idee ist geil. Ja, ich weiß nicht, könnte man aber was anders machen. Ist natürlich auch ein bisschen blöd, weil du hast halt unten nur diesen einen Block tatsächlich, also den einen Spalt. Du kannst halt an keinem vorbeispringen natürlich. Das ist ja auch ein bisschen, ich sag mal, ja, natürlich ist das gewollt, ne? Dass immer einer nach dem anderen quasi in diesen Durchgang kommt, ist klar. Aber, ja, wie wir jetzt gesehen haben, das kann sich halt schon mal lange ziehen, ne? Vor allem, wenn du dann Leute hast, die es nicht so ganz, weiß ich nicht. Also ich hab's ja auch nicht gebacken bekommen, Gottes Willen, also. Aber warum dann Toilette gerade mich die ganze Zeit da nach rechts rüber geschoben hat, irgendwie, habe ich auch nicht so ganz, naja, egal. Ist ja auch wurscht. So, jetzt sind wir übrigens selber mal Toilette. So, will ich mir den Copa-Card schnappen? Glaube nicht. Ich glaube nicht. Gehen wir runter? Ich glaube ja. Komm, Toilette. Jetzt müsstest du mal... Ich sehe genau gar nichts mehr hier. Yes. Ja. Weiß nicht, wären wir jetzt mit dem Auto schneller gewesen? Keine Ahnung. Die zwei anderen sind ja, die haben wir jetzt gar nicht mehr gesehen. Ah, ganz ehrlich, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich würde mal einen Buda lassen. Sie kann trotzdem eingefahren. Hm? Den nehme ich natürlich gerne mit, ist klar. Ich weiß auch gar nicht, hat der denn jetzt eigentlich auch das Level von gerade eben? Wobei, jetzt sagt er auch zwei Siege in Folge. Das Level von gerade eben zählt ja dann wohl gar nicht, wenn ich das richtig verstehe. Naja, gut. Aber sonst habe ich jetzt noch vier Level, die ich eigentlich spielen möchte. So, diesmal sind wir als Todd unterwegs. Okay, erreicht das Ziel ohne den Boden zu kühlen, nachdem du ihn einmal verlassen hast. Das wird jetzt natürlich jetzt interessant. Lass sie mal machen. Achso, klar, darauf springen ist natürlich Quatsch, ne? So, komme ich auf den drüber? Ja, danke, Mario. Aber nein, das sind doch Bomben! Die habe ich gar nicht gesehen. Wenn da Bomben sind, kann man auch drauf springen. Aha. Was hat er noch gemacht? Okay. Ich frage mich gerade, wenn ich jetzt springe, ne? Gilt dann quasi die Vorgabe? Ist das egal? Oder was? Habe ich nicht so ganz verstanden. Nein! So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Naja, gut. Zeit ist gleich eh abgelaufen. Ja! Ich weiß nicht. Also wie der das da hinbekommen soll, ist dann... Zeit ist eh vorbei. Umso besser. Ich weiß nicht, es hat auch einfach maximal
Aber da steht ja auch Run plus Y, ne? Also wenn du der Erste bist und einfach da durchrennst, wirst du wohl durchkommen. Aber für so ein Gegeneinander-Level langsam, ist das halt einfach ganz, ganz blöd. Finde ich. Naja, gut. Versuch nochmal unser Glück mit einem anderen Level. Gut. Dann schauen wir mal. Diesmal als Luigi unterwegs. Oh. Aufpassen. Wir nehmen mal ein bisschen Abstand gerade eben. So, Mario und Todd sind da schon durchgekommen. Ist halt die Frage, was kommt da jetzt noch alles, ne? Allzu viel Zeit haben wir aber auch nicht mehr. Genau, pack dir ruhig Toadette. Nein, nein! Komm, wir gehen mal hier oben auf die Röhre, da sind wir irgendwie sicher. Hoffe ich zumindest. Nein. Komm, direkt hinterher da. In der Hoffnung, dass wir... Schade. Schade, schade, schade. Ja. Das für so ein Gegeneinander-Level kannst du halt auch wieder komplett in die Haare schmieren, ne? Also so mit einem Boss da drin, den du dann erstmal besiegen musst, das ist halt, sage ich immer wieder, finde ich halt einfach maximal blöd. Nicht, dass ich, also nicht, das sage ich jetzt nicht, weil ich verloren habe oder beziehungsweise nicht gewonnen habe. Aber es ist halt einfach so, das ist, ne? Wenn man so möchte, den Boss habe ich jetzt zweimal getroffen. Ja gut, die anderen haben Zeit natürlich wieder nachzurücken. So. Dann habe ich ihn das dritte Mal nicht getroffen. Ist so, wie es ist, ne? Aber ich finde es ja trotzdem immer ein bisschen blöd. Wir gehen mal ins nächste rein. Ja, da haben wir nochmal Robal, der gerade eben die Runde gewonnen hat. Und D12W müsste auch eben dabei gewesen sein, wenn ich nicht ganz täusche. Unomas, Wiggly Wigglers. Unomas, ne? Das ist natürlich jetzt auch schon wieder so ein Ding. Eigentlich sind das ja Level, die irgendeinen Fehler. Das ist ja, Fehler ist auch jetzt nicht so der richtige. Aber das ist so ein bisschen glitchy, sag ich mal, diese Unomas-Level, ne? Und weisen eben, ja, irgendwelche glitchy Fehler auf in dem Spiel, die halt sehr kurios aussehen. Ich beende das Ganze jetzt. Irgendwas war da wahrscheinlich zu sehen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie hieß das? Irgendwas mit Wiggler? Hieß es ja? Wiggly Wigglers? Auch das hier, ne? So ein Level. Einfach überhaupt nicht geeignet für ein Gegeneinander. Und da frage ich mich manchmal immer wieder so, wie kommt der Server dazu, so ein Spiel da reinzupacken? Also ein Level zumindest. Weil es hat auch nicht mal oben den Hashtag von wegen Gegeneinander beispielsweise. Sieht einfach nur klassisch kurz und knackig. Ja? So, und dann ist es noch ein Unomas-Level, das hier irgendwas zeigen will, was in dem Spiel so ein bisschen glitchy ist. Ja? Aber die Zeit wollte ich mir jetzt nicht nehmen, mit anzugucken, was mit den Wigglern da ist, weil ich will das Level ja trotzdem als erster beenden. Ja? Und nicht da stehen und denke mir so, oh, ich gucke jetzt mal, was jetzt hier irgendwie total schief geht und lustig aussieht, keine Ahnung. Naja, gut. Sieg habe ich trotzdem eingefahren. Ja? Geh mal ins nächste Level rein. Ja, Robal ist weiterhin am Start. So, Furina ist sogar schon Klasse A. Jetzt bin ich mal gespannt. Wieder so ein ganz komisches Level reinbekommen. Das einfach nicht in diese Kategorie passt. Ja, es leckt auf jeden Fall schon wieder. So viel können wir auch sagen. Springen erstmal alle dran vorbei, packen sich zumindest ein extra Leben ein. Das ist auch okay. Wir verzichten da jetzt einfach mal drauf. Oh, Obacht. Nein, jetzt bleib ich da hängen. Das war schlecht. Aber wir gehen weiter.
Oh, ho, 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 ho. So, wir haben schon mal einen Checkpoint im Gegensatz zu den anderen. Nein, nein, nein. Langsam, 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 langsam. Wir haben jetzt gerade Vorsprung. Den sollten wir jetzt nicht irgendwie... Nein, den sollte ich nicht einfach wegwerfen, wollte ich sagen. Und ich mache es trotzdem. Das ist bitter. So, mal gucken, was mit Luigi ist. Ist er schon durch dann da, oder was? Das kann sein. Ich sehe zumindest nicht mal links auf der Karte. Da oben ist er. Aber okay, den habe ich selber versemmelt mit dem einen Sprung. Das war blöd. Den habe ich komplett versemmelt. Naja, gut. So soll es dann auch mal passieren, ne? Das finde ich eigentlich wiederum noch halbwegs in Ordnung, wenn du zumindest ein klassisches Level hast, ne, wo du einfach durchrushen musst. Das finde ich ja noch ganz okay. Ja? Nicht das, was wir ja gerade eben reinbekommen haben. Und wie gesagt, dass ich das Level jetzt nicht gewonnen habe, da bin ich wirklich selber schuld. Das habe ich alles andere als klug gemacht. So, aber wenn ich mich nicht verzählt habe, müssen wir jetzt gleich das letzte Level, also das achte. Eigentlich ja schon das zehnte, das wir zumindest angucken, mit den zwei, die wir nicht abgeschlossen haben. Ja. So. Jetzt nochmal volle Konzentration. Jetzt hätte ich halt eher nochmal so ein richtiges, da oben haben wir schon mal gegeneinander stehen. Das ist doch schon mal was. Technik. Das könnte jetzt vielleicht was werden. Ja, sehr gut. So, wir sind auf jeden Fall Luigi. Achso. Wir nehmen uns hier mal die dritte Röhre. Geh da rein. Ja, wo bin ich? Da unten. Ah. Ja, das ist es ja, ne? Man könnte es... Was? Mit der entsprechenden Technik kannst du halt Zeit gut machen, ist klar. Hast du die eben nicht drauf? Wie ich zum Beispiel. Stehst du halt ziemlich blöd da, ne? Achso, ich muss hier hoch. Okay. Was? Kann ich aber trotzdem hier auch noch eben... Achso, ich hätte auch direkt da... Achso. Verstanden. Ich glaube, die anderen sind schon viel weiter als ich, ne? Ja. Oh. Aber zwei Blöcke, ne? Also... Jetzt sogar drei? Was? Ich bin gerade komplett überfordert. Ah. Also wenn ich die anderen so sehe, die sind auf jeden Fall weiter, oder? Oh nein, was mache ich? Da ist ja noch ein Trampolin auf der rechten Seite. Nee. Da bin ich jetzt komplett raus. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. So, ist er wieder am Ziel? Ja. Oh, Mist. Ich jetzt sogar letzter, ist das richtig? Ja. Nee, also das war absolut nichts. Also Level war nice. Das Level ist echt gut. Vor allem, wenn du halt auch immer dann eben Passagen hast. Also klar, nur du hast den einen Weg, den läufst du. Wenn du die Technik drauf hast, dann kannst du halt wesentlich mehr Zeit sparen. Dann hast du halt noch einen anderen Weg, den kannst du laufen. Kostet dich aber halt mehr Zeit, ist klar. Ne? Die Idee ist natürlich immer ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Aber ja. Glückwunsch an Tsui.
Na, in dem Fall. Das hätte ich gerne mitgenommen, aber ich war weit davon entfernt, leider Gottes. Und hat aber auf jeden Fall Bock gemacht, meine Lieben. Das soll es dann zumindest erstmal gewesen sein. Bevor wir das Video beenden, gehen wir nochmal gleich eben ganz kurz in die Statistiken rein und schauen uns mal die Zahlen an. Also einmal rüber damit. Und da sind wir auch schon wieder, meine Lieben, rechts oben, ihr seht es eingeblendet, gegeneinander, Versuche 56, ja, da sind dann eben die 8 gespielten Level. Damit habe ich auch meine Frage dann von vorhin mit den 2 Leveln, die wir ja nicht beenden konnten, weil die Zeit dann abgelaufen ist, die habe ich dann damit jetzt auch beantwortet bekommen. Die zählen auf jeden Fall nicht als Versuche. Ja, hätte man ja auch machen können, dass es als Versuch gezählt wird. Gewonnen habe ich ja trotzdem dieses Level da nicht, ne? Nein. Wie gesagt, die zählen dann erstmal nicht. 56 Versuche, 33 Siege. Ja, das müsste jetzt zumindest für dieses Video wieder eine Quote von 50% sein. Ja, also 8 Level gespielt, 4 davon gewonnen. Und wenn ich das jetzt mal so grob rechne, müsste es jetzt ein bisschen weniger als 60% sein. Ja, das ist die aktuelle Quote, was die Siege angeht, bei gegeneinander. Wie gesagt, ist immer noch nicht so verkehrt. Aber auch da, man sieht es ja, das wird mit der Zukunft immer weniger. Und wir schauen einfach mal. Beim nächsten Mal, beziehungsweise in der nächsten Woche, machen wir sicherlich was anderes, als eben hier im Gegeneinander-Modus nochmal anzutreten. Das machen wir irgendwann in naher Zukunft natürlich mal wieder, ist ja klar. Meine Lieben, wenn es euch in irgendeiner Form unterhalten haben sollte, ihr kennt das ja, gerne Like da lassen, gerne den Kanal abonnieren. Würde mich sehr freuen und dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche wiedersehen. Ich danke recht herzlich fürs Zusehen, habt noch eine gute Zeit, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.